Zermürbendes Schweigen, peinliche Stille. Dates sind aufregend, aber auch ganz schön anstrengend. Worüber reden, wenn man sich noch gar nicht richtig kennt? Am besten über das, was ihnen nicht tiges, das Elite-Partner-Magazin, hat 5 Fragen ermittelt, die zeigen, ob sie und ihr Gegenüber eine Zukunft haben können. Diese Frage zum Kennenlernen zielt auf die beruflichen und privaten Pläne ab, ob eine Reise nach New York, der Segelschein oder der nächste Schritt auf der Karriereleiter nennt er konkrete Vorhaben, zeigt er, dass er nicht in den Tag hineinlebt, sondern klare Ziele verfolgt. Die langfristigen Ziele verraten, ob sie in Sachen Familienplanung und Lebensvorstellungen gut zusammenpassen. Wenn er so etwas sagt wie, dann möchte ich Papa von 2 Kindern sein und auf dem Land wohnen, können sie davon ausgehen, einen echten Familienmenschen getroffen zu haben. Antwortet er, in 10 Jahren möchte ich ein Unternehmen leiten, ein Loft gekauft haben und aufregende Reisen machen. Klingt das wohl eher nach Karrierewunsch? Unsere Kindheit prägt uns, die Strukturen unserer Herkunftsfamilie ebenso. Ist er ein Scheidungskind? Hat er Probleme mit seiner Vaterfigur? Ist er ein Mamasöhnchen? Stellen Sie ihm einige familiäre Fragen zum Kennenlernen, zu seiner Beziehung zu seinen Eltern und Geschwistern und hören Sie genau hin, was er zu berichten hat. Ist er ein Einzelgänger? Beliebt er Kumpeltyp oder oberflächlicher Partiehengst? Hasst er weibliche Freundinnen? Guten Kontakt zu seiner Ex oder umgibt er sich nur mit Männern? Wer gar in Gesellschaft ist, bringt mit her Wahrscheinlichkeit Sozial-E-Kompetenz und Empathie mit. Wer allerdings an 7 Tage die Woche auf 8 seist und permanent Freunde um sich herum hat, hält es schlecht mit sich allein aus und möchte sich Herre binden. Eine heikle Kennenlernfrage. Denken Sie vielleicht, stimmt, denn zum Innen sprechen Männer nur ungern über Gefühle und zu manieren könnten sich die Herren zu so in dem so frühen Zeitpunkt unter Druck gesetzt fühlen. Eine Liebeserklärung ist Ihrer Bär nicht gefragt. Das können Sie einem ja gleich dazu sagen. Lassen Sie ihn her beschreiben, wie er diese Anfangszeit mit Ihnen erlebt. Quelle: Z. Mehr Pommy News gibt's auf Bild, Facebook, jetzt folgen.